deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Diese Verheißung bekommen Abraham, sein Sohn Isaak und dessen Sohn Jakob. Mit ihnen beginnt die Geschichte Israels. Mose führt die Israeliten aus Ägypten. Josua führt sie in das verheißene Land. Israel wird zu einer Nation. Jahrhunderte später werden sie von den Assyrern und den Babyloniern aus ihrem Land verschleppt. In dieser Zeit steht der Prophet Jesaja auf und verkündet: An jenem Tag wird der Herr seine Hand von Neuem erheben, um den übrig gebliebenen Rest seines Volkes zurückzugewinnen. Er stellt für die Völker ein Zeichen auf, um die Versprengten Israels wieder zu sammeln, um die zerstreuten Judas wieder zusammenzuführen, von den vier Enden der Erde. Im Jahre 70 nach Christus wird unter dem römischen Feldherrn Titus Jerusalem mitsamt dem zweiten Tempel zerstört. Ein letzter dramatischer Versuch der Juden, ihre Souveränität und ihr Land zurückzugewinnen, beginnt im Jahre 132 mit dem Bar Kochba-Aufstand. Nachdem die jüdische Armee vernichtet, Bar Kochba gefallen und rund 600.000 Juden tot sind, benennt Kaiser Hadrian Judäa um in Palästina. Damit soll der Name Israel endgültig ausgelöscht werden. Israels Nachkommen sind nun ein staatenloses Volk. Bis im 19. Jahrhundert im fernen Osteuropa etwas Außergewöhnliches beginnt. Dort schlägt die Geburtsstunde des Zionismus. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen heute eine außergewöhnliche Person vorstellen. Sein Name ist David Groen. David Groen gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und was er geleistet hat für Israel und auch für das jüdische Volk, das grenzt an ein Wunder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Faszination Israel. Herr Ben-Gurion, Sie haben uns die Punkte übermittelt, zu denen Sie zu uns sprechen möchten. Ja. Einer Ihrer Punkte war die Bedeutung der jüdischen Heimstätte. Möchten Sie bitte Ihre Aussage machen? Ich sage, was das jüdische Volk betrifft, dass die Bibel unser Mandat ist. Die Bibel, die von uns geschrieben wurde. In unserer eigenen Sprache. Auf Hebräisch, in diesem Land. Das ist unser Mandat. Dies erklärt unser Recht auf dieses Land. Und dieses Recht ist so alt wie das jüdische Volk selbst. Aber wir sind hier aus zwei in der Geschichte beispiellosen Gründen. Der erste ist, dass Palästina das einzige Land auf der Welt ist, dass die Juden nicht als Individuen, sondern als Nation, als Rasse, als ihr eigenes Land, als ihre historische Heimat betrachten können.
Und der zweite Grund ist, dass es keine andere Nation gibt, die dieses Land als ihre einzige Heimat betrachtet. Es wird der Tag kommen, an dem wir nach Zion zurückkehren, in das Land Israel. Während der Peel-Konferenz sagte Ben-Gurion: Die Bibel ist unser Mandat für das Land. Er meinte damit, dass der Anspruch der Juden auf das Land in der Bibel begründet ist. Die Peel-Kommission hat den ersten Teilungsplan entworfen. England hat den Juden darin nur einen sehr kleinen Teil des Landes zugeteilt. Doch Ben-Gurion hat dem zugestimmt, was sehr umstritten war, richtig? Ja, das stimmt. Ben-Gurion war einer der Ersten, der verstand, dass das Wichtigste nicht darin lag, welche Regionen man zugesprochen bekäme. Das Wichtigste war, die jüdische Unabhängigkeit zu erreichen. Und dies war das erste Mal, dass eine Weltmacht den Juden Unabhängigkeit in Israel zugestand. Welche Gebiete waren eine andere Sache. Aber das Prinzip der Unabhängigkeit war am wichtigsten. Von diesem Zeitpunkt an wurde David Ben-Gurion zu einer der Hauptfiguren der zionistischen Bewegung. Sein Name ist weltweit bekannt als der Staatsgründer Israels. Doch wer eigentlich war dieser Mann, David Ben-Gurion? Ich darf mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist David Grün, aus der Kleinstadt Plonsk in Polen, damals noch zum russischen Zarenreich gehörend. Dort werde ich am 16. Oktober 1886 geboren, der vierte Sohn von Scheindl und Aviktor Grün. Plonsk hat rund 8000 Einwohner, davon sind gut 5000 Juden. Es gibt drei Synagogen und mehrere jüdische Schulen, die ich bis zu meiner Bar Mitzwa durchlaufe. Wenn man seine Herkunft betrachtet, und ich habe die Kleinstadt besucht, in der er geboren wurde, Plonsk, 60 Kilometer von Warschau entfernt. Er stammt aus einer Familie der unteren Mittelschicht. In Plonsk gab es noch nicht mal eine Hochschule. Obwohl ich gerne weitergelernt hätte, bleibt mir das vorenthalten. Denn es gibt kein Gymnasium in Plonsk. Und ein auswärtiges Studium, zum Beispiel in Warschau, kann sich mein Vater nicht leisten. Zu Hause erhielt er nicht die Bildung, die er brauchte. Verglichen zum Beispiel mit Herzl oder Chaim Weizmann oder anderen Führungspersönlichkeiten der Zionistenbewegung. Sie stammten aus der höheren Mittelschicht und besuchten die Universität. Ben-Gurion jedoch hatte keine formale Bildung. Die Grüns sind eine relativ moderne Familie. Zwar durch und durch jüdisch, aber auch offen für neue Bewegungen. Als in den 1880er Jahren die Chabad-Zion-Bewegung, die Liebhaber Zions, aufkommt, der Vorläufer des modernen Zionismus, schließt sich ihr die Grün-Familie begeistert an. Ohne Zweifel war sein Vater überzeugter Zionist. Nicht sehr religiös, hat er zum Beispiel eine Jacke und nicht einen langen Mantel wie religiöse Juden getragen. Auch war er offener der allgemeinen Bildung gegenüber.
Mit 11 Jahren verliert David Grün seine Mutter. Sie stirbt an einer Blutvergiftung, nachdem sie ihr 11. Kind zur Welt bringt. Der Junge leidet sehr unter dem Verlust und sagt später, dass das Leben zu dieser Zeit bedeutungslos erschien. Sein guter Freund Schlomo Fuchs bemerkt, der Tod seiner Mutter habe ihm Schmerzen zugefügt, die nie mehr wirklich heilten. Nach dem kometenartigen Aufstieg Theodor Herzls, der in diesen Jahren auch Plonsk besucht, wird im Hause Grün die zionistische Überzeugung noch stärker. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass ich mit 3 Jahren Tagträume davon hatte, nach Palästina zu kommen. Und sicherlich habe ich seit meinem 10. Lebensjahr nie daran gedacht, mein Leben irgendwo anders zu verbringen. Avigdor Grün vermittelt den Zionismus an seine Kinder, auch besonders an David. In ihm sieht er schon früh besondere Begabungen. Weil er diese fördern will, schreibt er an Theodor Herzl im Januar 1901 einen Brief. Auch wenn ich nicht persönlich vor meinen Meister treten kann, den Erhabenen, habe ich dennoch das Gefühl, dass ein besonderes Anliegen persönlicher Natur für die Anliegen der Massen relevant ist. Ich wurde von Gott mit einem großartigen Sohn gesegnet, 14 Jahre alt, fleißig in seinen Studien, voller Gelehrsamkeit. Seine Seele dürstet nach Lernen, ist in Hebräisch als auch in der Landessprache bewandert. Avigdor Grün bittet Theodor Herzl um finanzielle Hilfe. Er will seinen Sohn nach Wien auf die Universität schicken. Freilich etwas naiv, wird er wohl damit gerechnet haben, keine Antwort zu bekommen. Mit 14 stürze ich mich mit Leib und Seele in die zionistische Bewegung. Zusammen mit meinen 2 besten Freunden Schlomo Fuchs und Schlomo Zemach beschließen wir uns, nur noch in Hebräisch zu unterhalten. Sein Großvater brachte ihm als Kind Hebräisch bei. So sprach er schon Hebräisch, noch bevor er nach Palästina kam. Das war damals höchst ungewöhnlich. Doch damit nicht genug. Die 3 Freunde und allen voran David Grün mit 14 Jahren gründen die zionistische Jugendgruppe Ezra. Sie möchten anderen jüdischen Jugendlichen ebenfalls Hebräisch beibringen und die Liebe für Zion gepaart mit dem Traum der Rückkehr nach Eretz Israel vermitteln. Wir benennen es nach Ezra, dem großen Lehrer, der von Babylon nach Jerusalem zurückkehrte, um den Tempel wieder aufzubauen. Weil wir eine deutliche Parallele zwischen Ezras Mission und unseren eigenen neugeborenen Hoffnungen für Eretz Israel sehen. ...1904, dem dramatischen Jahr für die zionistische Bewegung, in der Theodor Herzl überraschend verstirbt, beginnt bereits die 2. Aliyah. Tausende Juden kehren zurück nach Eretz Israel. Auch wenn bekannt ist, dass die Lebensbedingungen dort sehr schwierig sind und die regierenden Osmanen jüdischer Immigration feindlich gegenüberstehen. Aber die zunehmenden Pogrome und Entrechtung der Juden in Europa lässt in diesen Jahren über 35.000 auswandernde Juden auf eine bessere Zukunft in Palästina hoffen. Im Juli 1906 entscheidet David Grün, dass seine Zeit in Plonsk vorbei ist. Mit einer Gruppe Auswanderern besteigt er ein Schiff nach Palästina und kommt im September in Jaffa an. Wir wandern nicht aus negativen Gründen aus, sondern aus dem positiven Grund, die jüdische Heimat wieder aufzubauen. Für David Grün ist die Einreise nach Eretz Israel eines der wichtigsten Geschehnisse in seinem Leben.
Es symbolisiert eine Neugeburt, weshalb er, kaum angekommen, nun seinen Namen ändert. Aus David Grün wird David Ben Gurion. Meinen neuen Namen leite ich von dem berühmten Ben Gurion ab, dem heldenhaften Kämpfer in der Revolte gegen Rom. Er kam als 20-jähriger junger Mann ohne Geld. Was hielt ihn am Leben? Er war ein sehr entschlossener junger Mann. Er verfolgte die Vision der Wiederherstellung des jüdischen Volkes im Land Israel. Und das war für ihn der Leitgedanke. War es auch der Glaube an die Schriften der alten jüdischen Propheten? Es besteht kein Zweifel daran, dass für Ben Gurion die Bibel das wichtigste Buch war. Tatsächlich sah er in der Bibel nicht nur das Leitbild für den Staat Israel, sondern die Lehren der Propheten waren für ihn die moralische Richtschnur seines Lebens. Für seine politische Idee aus Nationalismus und Sozialismus bezog Ben-Gurion aus der Bibel eine moralische Anleitung für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Für ihn war dies die Quelle des Sozialismus. Noch in Plonsk war Ben-Gurion Mitbegründer der Partei Poalei Zion, die Arbeiterschaft Zions. Kaum 4 Wochen im Land ist Ben-Gurion bei der Gründung von Poalei Zion Palästinas dabei. Es gibt ihm eine Plattform, politisch aktiv zu werden. Er war ein sehr politischer Mensch. Das erste Mal, als er Interesse für Politik zeigte, war während der ersten russischen Revolution 1905. Man sah, dass Politik ihn aktivierte. Politische Tätigkeit gab ihm das Gefühl, seine Berufung gefunden zu haben. Und seine Politik verfolgte grundsätzlich ein Ziel: die Etablierung der jüdischen Unabhängigkeit im Lande Israel. Zu dieser Zeit glaubt Ben-Gurion noch, eine jüdische Unabhängigkeit wäre mit den türkischen Osmanen in Palästina erreichbar. Mit meinem Freund Isaac Ben Zvi mache ich mich 1911 nach Istanbul auf, um dort Jura zu studieren und Kontakte zu den gerade an die Macht gekommenen Jungtürken zu suchen. Stattdessen werden wir jedoch wegen unseres Zionismus von den neuen Machthabern nach Ägypten verbannt. Inzwischen ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und im Mai 1915 macht sich Ben-Gurion auf nach New York. Dort lernt er eine junge Dame namens Pauline Moonweis kennen, eine jüdische Einwanderin aus Minsk. Paula hat mir in der Bibliothek ihre Hilfe in meinen Recherchen zu meinem neuen Buch angeboten. Wir entwickeln eine Freundschaft, verlieben uns und heiraten im Dezember 1917. David weiß, dass ich keine Zionistin bin. Ich spreche kein Hebräisch, lese keine Bücher wie er und teile zumindest zu diesem Zeitpunkt seine Ideale nicht. Aber er imponiert mir. Sobald er den Mund aufmacht, empfinde ich die Größe dieses Mannes. Bevor wir heiraten, macht er mir klar, dass ich Amerika verlassen und mit ihm nach Palästina kommen müsste. Ich willige ein und werde bis zum Ende an seiner Seite bleiben.
Gemeinsam bekommen wir drei Kinder: Geula, Amos und Renana. Ben-Gurion war eine sehr zugängliche Person. Damals zögerte ich nicht, ihm zu schreiben, ihn um ein Interview zu bitten. Und siehe da, nach einer Woche bekam ich eine Antwort, in der ich eingeladen wurde, zwei Wochen später freitags zu kommen. Genau wie ich angefragt hatte. Als wir ins Debocker ankamen und ich mich der berühmten Holzhütte näherte, stand Paula Ben-Gurion wie ein Wachposten an der Tür und sagte schroff: Was willst du? Ich habe ein Interview mit Ben-Gurion. Okay, sagte sie, komm rein, aber ermüde ihn nicht. Ben-Gurion hingegen war sehr nett und zugänglich. Ich war überwältigt von seinem Charme und seinem guten Willen. War das der Auslöser für Sie, über ihn zu schreiben und der Beginn Ihrer Karriere als eine der heute bekanntesten Historikerinnen Ben-Gurions? Er war eine solch zentrale Figur, dass er in jedem meiner Bücher, ob es nun um ihn ging oder nicht, er die graue Eminenz im Hintergrund war. Er war die wichtige Person hinter den Kulissen. Und obwohl ich seine Biografie erst spät in meiner Karriere als Historikerin schrieb, spielte er doch in jeder meiner geschriebenen Biografien eine Rolle. Und das zeigt, wie zentral sein Einfluss in der Formulierung der israelischen Eigenstaatlichkeit und Kultur war. Um dieselbe Zeit, als die Ben-Gurions heiraten, ereignen sich zwei weltgeschichtliche Ereignisse, welche Ben-Gurions Zukunft maßgeblich prägen sollen. Am 2. November 1917 erscheint die Balfour-Erklärung. Damit gesteht erstmals eine Weltmacht dem jüdischen Volk eine Heimstätte in Eretz Israel zu. Kurz danach, im Dezember 1917, kapitulieren die Osmanen vor der britischen Armee und General Allenby marschiert in Jerusalem ein. Dies führt zu einem Mandat der Briten über Palästina, das erst am 15. Mai 1948 enden soll. Liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier in Tel Aviv, in der sogenannten Non-Stop City. Hier hat Ben-Gurion gewohnt, hier hat er sein Wohnhaus, hier hat er Politiker empfangen. Und ich bin schon ganz gespannt zu sehen, wie David Ben-Gurion hier in Tel Aviv gewohnt hat. Mit wachsender Familie und wachsenden politischen Aufgaben bauen die Ben-Gurions 1931 ein neues Haus in Tel Aviv. Es ist heute ein Museum. Thank you.
Warum baute Ben-Gurion sein Wohnhaus in Tel Aviv und nicht in Jerusalem? David Ben-Gurion beschloss, sein Haus in Tel Aviv zu bauen, weil Tel Aviv zu Beginn des 20. Jahrhunderts das Verwaltungszentrum der zionistischen Bewegung war. Natürlich ist Jerusalem immer sehr wichtig, aber Tel Aviv war die erste hebräische Stadt in Israel. Es ist keine gemischte Stadt wie Jerusalem, Haifa oder Jaffa. In der ersten hebräischen Stadt zu wohnen, inmitten der zionistischen Bewegung, machte einfach Sinn. Ich habe hier ein Zitat von Ben-Gurion. Die Bibel hat es uns als Nation übertragen, der Menschheit nicht nur vom Glauben an den einen Gott zu erzählen, der alles erschaffen hat, sondern auch von der Liebe zu menschlichen Werten. Den Werten der Brüderlichkeit, der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit, der Wahrheit und des Mitgefühls, der Gleichheit der Nationen und des Friedens. Denken Sie, jedem Frieden anzubieten, hatte er von der Bibel? Da bin ich mir ziemlich sicher. Mit den anderen Nationen und Religionen um uns herum in Frieden zu leben, war ein ernsthaftes Bestreben von ihm. Es ist einer dieser Träume, die er in seinem Leben nicht verwirklichen konnte. Sie wissen vielleicht, dass man sich beim jüdischen Passachfest als Teil der Haggadah den Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten erzählt. Darin wird auch von einer großen Feuersäule bei Nacht berichtet, die den Israeliten den Weg zeigte. Ich denke, dass David Ben-Gurion die Bibel als dieses große Feuer betrachtete, das uns den Weg zeigt. Die Bibel gibt uns erstaunliche Werte. Diese findet man zum Beispiel in der Unabhängigkeitserklärung Israels, als auch in vielen Reden und Vorträgen von David Ben-Gurion. Für ihn war die Bibel eine geistliche Orientierung. Seit dem britischen Mandat ist die Zahl der im Land lebenden Juden von rund 60.000 auf knapp 400.000 im Jahre 1936 angewachsen. Die Araber reagieren darauf mit zunehmender Gewalt. Es kommt 1936 zu der arabischen Revolte. Die Briten beauftragen Lord Peel, den Zustand vor Ort zu untersuchen und Lösungsvorschläge zu machen. David Ben-Gurion, inzwischen Leiter der zionistischen Arbeiterbewegung, Mitglied im Exekutivkomitee der zionistischen Weltorganisation und Chef der Jewish Agency, wird ebenfalls vorgeladen. Auf die Frage, wie er den Anspruch der Juden auf das Land erklären würde, antwortet er: Vor 300 Jahren erreichte ein Schiff die neue Welt. Sein Name war die Mayflower. Die Landung der Mayflower auf dem Plymouth Rock war eines der großen historischen Ereignisse in der Geschichte Englands und Amerikas. Aber ich möchte jeden Engländer fragen, der hier in der Kommission sitzt: An welchem Tag hat die Mayflower den Hafen verlassen? Ich möchte die Amerikaner fragen: Wissen Sie, wann die Mayflower den Hafen in England verlassen hat? Wie viele Leute waren auf dem Boot? Wer waren Ihre Leiter? Was haben Sie auf dem Boot gegessen? Vor mehr als 3300 Jahren hat unser Volk Ägypten verlassen. Und jeder Jude auf der Welt weiß, an welchem Tag das geschehen ist. Wir wissen, was sie gegessen haben. Und wir essen dies immer noch an jedem Sederabend. Wir wissen, wer unser Leiter war. Und wir erzählen diese Geschichte unseren Kindern, um sicherzustellen, dass sie niemals vergessen wird. Und jedes Mal wiederholen wir dann den typischen Satz: Jetzt zwar versklavt, werden wir nächstes Jahr ein freies Volk sein. Jetzt noch sind wir in der Sowjetunion und ihrem Gefängnis. Jetzt noch sind wir in Deutschland, wo Hitler uns zerstört. Jetzt noch sind wir über die ganze Welt zerstreut. Aber nächstes Jahr werden wir in Jerusalem sein.
Das liegt in der Natur des jüdischen Volkes. Die Peel-Kommission schlägt als Ergebnis ihrer Anhörungen in Jerusalem eine Teilung des Landes in einen jüdischen und einen arabischen Staat vor. Aus der Peel-Kommission entstand der erste Teilungsplan. England bot darin den Juden nur einen sehr kleinen Teil des Landes an und nur zwei bekannte Persönlichkeiten, Weizmann und Ben-Gurion, waren es, die sich nicht gegen den Teilungsplan aussprachen. Sogar sein Sohn Amos war dagegen. Ja, aber Fakt ist, dass er nie zustande kam. Und zwar nicht wegen des jüdischen Widerstands. Die Briten gaben das Programm auf wegen des arabischen Widerstands, weil sie Angst hatten, damit eine noch größere Krise auszulösen. Die Araber lehnten den Teilungsplan ab. Ja, die Araber waren sehr gut darin, jeden Vorschlag abzulehnen, damals wie heute. Nochmal zurück zum Jahre 1936. Ben-Gurion erwähnte, ich möchte mal sagen, auf prophetische Art und Weise, dass Hitler die Juden in Europa vernichten wird. Hatte er die bevorstehende Katastrophe vorausgesehen? Wissen Sie, es gab in dieser Hinsicht eine ganze Reihe von Propheten. Jabotinsky, Ben-Gurion. Ich glaube jedoch nicht, dass einer von ihnen wirklich realisiert hat, was passieren würde. Ja, sie dachten an eine Katastrophe. Sie dachten an Pogrome, an Massentötungen. Aber sie haben nie an eine systematische Vernichtung des jüdischen Volkes gedacht. Das war einfach nicht vorstellbar. Aber irgendwie hat er es gespürt. Er hat es gespürt. Deshalb wollte er einen jüdischen Staat so früh als möglich. Aber er wusste auch, selbst wenn es gelingen würde, einen jüdischen Staat zu dieser Zeit zu etablieren, es hätte nicht alle Juden retten können. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der schlimmsten Katastrophe für das jüdische Volk aller Zeiten, dem Holocaust, wird die Idee der Teilung des Landes von den Vereinten Nationen verhandelt. Am 29. November 1947 kommt es in der UNO zu der Abstimmung des Teilungsplanes. We will start it now. Afghanistan, no. Argentina, abstain. Australia, yes. Belgium, yes. Ethiopia, abstain. Während diese live im Radio übertragen wird, sitzt in Bethlehem ein Archäologe über einem merkwürdigen Manuskript. Es ist Eleazar Lipa-Sukenik, der erste Jude, der kürzlich entdeckte biblische Manuskripte aus Qumran zu sehen bekommt. Er realisiert, dass er hier einen sensationellen Fund, eine uralte hebräische Schriftrolle vor sich liegen hat, die er sogar lesen kann. Es soll sich herausstellen, dass am Tag, an dem die Welt darüber abstimmt, dem jüdischen Volk einen unabhängigen Staat zuzugestehen, in genau demselben Land, aus dem sie vor knapp 2000 Jahren vertrieben wurden, dass genau zur selben Stunde während der Abstimmung in der UN ein Jude die älteste Jesaja-Abschrift vor sich liegen hat, die je gefunden wurde. Ausgerechnet von dem Propheten Jesaja, der mehrmals die Wiederherstellung des jüdischen Volkes in ihrem uralten Heimatland angekündigt hat. The resolution of the Duck Committee for Palestine
was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Die Vereinten Nationen nehmen den Teilungsvorschlag mehrheitlich an. Die Juden stimmen zu. Die Araber erklären, sie werden in den Krieg ziehen, um die Errichtung des Judenstaates zu verhindern. Am Tag nach dem UNO-Beschluss beginnen die arabischen Ausschreitungen. Weitere zwei Wochen später beschließt die Arabische Liga, Soldaten als Freiwillige getarnt nach Palästina zu schicken. Sie kommen vorwiegend aus Syrien, Irak und Transjordanien. Die Briten rühren keinen Finger, den Feldzug zu verhindern. Die Briten sagen zu, die Straße nach Jerusalem offen zu halten. Die Araber sperren sie. Damit sind rund 100.000 Jerusalemer Juden von der Versorgung der Außenwelt abgeschlossen. Die Briten weigern sich, den Hafen von Tel Aviv freizugeben. Englische Kriegsschiffe kreuzen vor der Stadt. Praktisch haben sie eine Seeblockade über Palästina verhängt. Jüdische Schiffe mit Überlebenden des Holocaust aus Europa werden abgeblockt. Überall geschieht dasselbe. Die lokalen Araber fliehen auf Befehl des obersten arabischen Komitees. Obwohl wir verlauten lassen, dass sie bleiben können, wenn sie ihre Waffen ablegen. Inzwischen haben wir eine Art jüdisches Parlament, den Volksrat, gegründet. In seiner Sitzung vom 12. Mai 1948 berät er über die Unabhängigkeitserklärung. Am selben Tag kommt Charette aus den USA zurück mit der Mitteilung, die USA raten uns, mit der Erklärung zu warten. Doch wenn nicht jetzt, wann dann? Israel kam ha'am ha'yehudi. Im Lande Israel entstand das jüdische Volk. Hier prägte sich sein geistiges, religiöses und politisches Wesen. Hier lebte es frei und unabhängig. Hier schuf es eine nationale und universelle Kultur und schenkte der Welt das ewige Buch der Bücher. Durch Gewalt vertrieben blieb das jüdische Volk auch in der Verbannung seiner Heimat treu verbunden. Nie wich seine Hoffnung, nie wich sein Gebet um Heimkehr und Freiheit. Kraft unseres natürlichen und historischen Rechtes und aufgrund des Beschlusses der UN verkünden wir hiermit die Errichtung eines jüdischen Staates im Lande Israel. Der Name des Staates lautet Israel. Der Staat Israel wird der jüdischen Einwanderung und der Sammlung der Juden im Exil offenstehen. Er wird sich der Entwicklung des Landes zum Wohle aller seiner Bewohner widmen. Er wird auf Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden im Sinne der Visionen der Propheten Israels ausgerichtet sein. Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und zu guter Nachbarschaft und rufen zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Hilfe mit dem unabhängigen hebräischen Volk in seiner Heimat auf.
Danach schlage ich vor, die Unabhängigkeitserklärung des jüdischen Staates durch Erheben von den Sitzen anzunehmen. Alle Anwesenden stehen auf. Rabbi Fishman spricht den traditionellen Segen. Baruch ata Adonai, der Sekretär der Regierung, Seif Scherf, ruft die Mitglieder der provisorischen Volksleitung auf, ihre Unterschriften zu leisten. Danach erkläre ich, der Staat Israel ist errichtet. Die Sitzung ist geschlossen. In seinem Tagebuch vom 14. Mai schreibt Ben-Gurion: Um 4 Uhr nachmittags Ausrufung des Staates. Jubel und Freude im Lande. Wieder wie am 29. November 1947 bin ich ein Trauernder unter Frohlockenden. Das Schicksal des Staates liegt in den Händen der Verteidigungskräfte. Ben-Gurion ahnt, dass der bereits seit dem UN-Beschluss im November 1947 tobende Krieg sich nach der Ausrufung des Staates intensivieren wird. Während der amerikanische Präsident Truman noch gegen Mitternacht den neuen israelischen Staat anerkennt, läuft bereits die Militärmaschine 5 arabischer Nachbarstaaten auf Hochtouren. Genau um Mitternacht beginnen Ägypten, Jordanien, Syrien, Irak und Libanon ihren Angriffskrieg gegen Israel. Arabische Truppen fallen von allen Seiten in das Land ein. Tel Aviv wird aus der Luft von Ägypten bombardiert. Er war besorgt. Natürlich war er besorgt. Er war ein Mensch, der es verstand, schwierige Entscheidungen zu treffen, obwohl er befürchten musste, dass diese Entscheidungen katastrophale Folgen haben können. Er hatte die Fähigkeit, trotz realer Ängste und Befürchtungen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Ben-Gurion wusste also, wie gefährlich es ist. Er wusste und befürchtete, dass dies zu einer Katastrophe führen könnte. Und wir dürfen nicht vergessen,
dass dies alles erst 3 Jahre nach dem Krieg geschah, als gerade erst das Ausmaß des Holocaust bekannt wurde. Doch er ließ es darauf ankommen und ergriff die Gelegenheit. Er war sehr gut darin, kalkulierte Risiken einzugehen. Und der Rest ist Geschichte. Die Nachricht der Staatsgründung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Auch in den Displaced Person Camps auf Zypern, Deutschland und anderen Ländern. Zehntausende, die nach dem Holocaust in solchen Camps gestrandet sind, machen sich nun auf in ihre Heimat, nach Israel. Wir haben die Unabhängigkeit des jüdischen Staates deklariert. Damit waren die Tore Israels geöffnet für alle Juden weltweit, die zurückkommen wollten. Wir sahen die Hauptaufgabe des jüdischen Staates darin, alle Juden, die willig waren zu kommen, aufzunehmen. Sie im Land anzusiedeln, ihnen Hebräisch beizubringen und sie zu Staatsbürgern der neuen jüdischen Nation zu machen. Für David Ben-Gurion ist die Staatsgründung die Grundvoraussetzung für die Rückführung des auf der ganzen Erde zerstreuten jüdischen Volkes. Er weiß, dass damit die Massensammlung der Juden geschehen kann. Aus allen 4 Himmelsrichtungen kommend, wie von den Propheten Israels vorhergesagt. Die meisten der Einwanderer kommen in den folgenden Jahren jedoch aus arabischen Ländern. 1947 leben dort rund 1 Million Juden, wovon über 700.000 nach Israel fliehen. Und die meisten von ihnen müssen fliehen. Sie werden von den Arabern vertrieben. Sie verlieren zwar Hab und Gut, finden aber im neuen Staat Israel endlich eine sichere Heimat. Im Januar 1949 finden in Israel die ersten Parlamentswahlen statt. Die Ben-Gurion-Partei, Mapai, gewinnt deutlich und Ben-Gurion bleibt Premierminister und Verteidigungsminister zugleich. Er lenkt die Geschicke des jungen Staates Israel sehr erfolgreich, bis er im Dezember 1953 das Land mit der Bekanntmachung überrascht, alle politischen Ämter niederzulegen und sich in den kleinen Kibbutz Steh Boker im Negev zurückziehen zu wollen. Zuschauer, der Staatsgründer David Ben-Gurion, er fühlte sich ermutigt durch die Prophetenaussage des Jesaja, die Wüste wird wieder blühen, hierher zu kommen, hier zu leben und vor allem Aktionen zu unternehmen, dass die Wüste hier wieder zum Blühen gebracht wird. Aber wenn Sie so wie ich hier unterwegs sind, bei über 40 Grad im Schatten, dann merkt man, wie unmöglich eigentlich dieses Unterfangen ist. Wir sind hier in dem Kibbutz Steh Boker, mitten im Negev. Aber was ist überhaupt ein Kibbutz? Wir stehen hier in dem Kibbutz Steh Boker, in welchem David Ben-Gurion lebte. Dies sind die ersten Gebäude, die damals gebaut wurden.
Ein Kibbutz ist eine Kollektivgemeinschaft, wo man alles teilt. Anstatt Privathäuser zu besitzen, hatte man alles gemeinsam. Einen Speisesaal, einen gemeinsamen Waschraum oder einen Kindergarten, in dem die Kinder gemeinsam aufwuchsen. Ben-Gurion kam zum ersten Mal hierher im Jahr 1953. David Ben-Gurion glaubte immer an die strategisch wichtige Bedeutung des Negev. Der südlichste Punkt des Negev ist Eilat, heute eine beliebte Touristenstadt. Er war immer der Meinung, den Negev besiedeln zu müssen, und zwar bis runter nach Eilat reichend, um dort eine starke Position zu haben. Selbst in den frühen Tagen, als es hier noch nichts gab, glaubte er fest an die Bedeutung des Negev. 1953 war er unterwegs und sie fuhren hier vorbei. Er sah aus dem Fenster Zelte und Hütten, völlig alleine in der Landschaft. Er befahl seinem Fahrer anzuhalten, um zu sehen, was es damit auf sich hatte. Er traf dann auf eine Gruppe von 16 jungen Leuten, die hier eine neue Gemeinschaft gründeten und ihn mit ihrem Pioniergeist zutiefst beeindruckten. Er sagte später, dass er sehr eifersüchtig auf diese jungen Menschen war, nicht Teil davon sein zu können. Und dann hat er entschieden, hier an diesen Ort zu ziehen, richtig? Ja, zu diesem Zeitpunkt war er Premierminister seit der Staatsgründung 1948 und dann auch Verteidigungsminister. 1953 entschied er sich, seine Ämter niederzulegen und zog mit seiner Frau Paula hierher in den Kibbutz Debokeh. Die Vision Ben-Gurions, oder sagen wir, die Vision der Propheten war, dass die Wüste eines Tages blühen wird. Ich habe hier auch eine Weinkellerei gesehen. Gibt es denn Weinberge hier im Negev? Ja, es gibt hier viele Forschungszentren, die mit Pflanzen experimentieren, um diese trockenresistenter zu machen. Es ist definitiv möglich, das Land zu bebauen und die Wüste zum Blühen zu bringen. Ben-Gurion erkannte, dass das Leben in der Wüste viele Herausforderungen mit sich bringt, aber jede davon auch eine Chance darstellt. Wir nutzen beispielsweise die Hitze der Sonne, um Strom zu erzeugen. Bereits 1955 sagte Ben-Gurion, die Wissenschaft sollte an Solarenergie forschen. So war seine Vision, Herausforderungen in Möglichkeiten umzumünzen, fast schon prophetisch. 1956 regte er die Nutzung von Meerwasser durch Entsalzung an. Heute geschieht genau das. Allmählich siedeln sich hier auch immer mehr Menschen an. Nur 8% der israelischen Bevölkerung lebt im Negev, der 60% unserer Landesfläche einnimmt. Aber es entstehen immer mehr Gemeinden und Städte mit Universitäten und Hightech-Parks. Es ist wirklich schön zu sehen, wie David Ben-Gurions Vision von der blühenden Wüste langsam aber sicher Wirklichkeit wird. Der politische Gigant, der Ben-Gurion war, ließ ihn nicht in der Einsamkeit der Negev-Wüste für zu lange weilen. Im Februar 1955, ausgelöst durch eine politische Krise im israelischen Verteidigungsministerium, wird er von hohen Parteifreunden gebeten, das Amt des Verteidigungsministers zu übernehmen. Er war zu diesem Zeitpunkt 69 Jahre alt. Freilich soll es nicht beim Verteidigungsministerium bleiben. Nach den Knesset-Wahlen Ende 1955 wird er wieder Premierminister. Sein Haus in Tel Aviv wird erweitert, vor allem für seine wachsende Bibliothek. Wir sind hier in der Privatbibliothek von David Ben-Gurion mit etwa 20.000 Büchern in 37 Sprachen. Wie viele Sprachen konnte er sprechen? Er las und schrieb in 11 verschiedenen Sprachen. 11 Sprachen? Ja, er konnte sie aber nicht alle sprechen.
In Arabisch zum Beispiel gibt es große Unterschiede zwischen Lesen und Sprechen. So konnte er zwar Arabisch lesen, aber nicht sprechen. Was ist mit Deutsch? Er konnte ziemlich gut Deutsch sprechen. Auch lesen und schreiben. In der neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland bekennt sich direkt nach seiner Wahl zum Kanzler am 15. September 1949 Konrad Adenauer zu der Schuld Deutschlands am jüdischen Volk. In einem Schreiben an Nahum Goldmann, Vorsitzender der Jewish Claims Conference, schreibt Adenauer im Dezember 1951: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Bundesregierung den Zeitpunkt für gekommen erachtet, in dem solche Verhandlungen beginnen sollten. Ich möchte dazu bemerken, dass die Bundesregierung in dem Problem der Wiedergutmachung vor allem auch eine moralische Verpflichtung sieht und es für eine Ehrenpflicht des deutschen Volkes hält, das Möglichste zu tun, um das an dem jüdischen Volk begangene Unrecht wiedergutzumachen. Die Gespräche münden schließlich in das Luxemburger Abkommen, welches im September 1952 unterzeichnet wird. Die Bundesrepublik verpflichtet sich darin, an den Staat Israel einen Betrag von 3 Milliarden Mark innerhalb 12 bis 14 Jahren zu zahlen. Zusätzliche 450 Millionen Mark werden der Claims Conference zugesagt. Als in Israel bekannt wird, dass Ben-Gurion von Deutschland Reparationszahlungen annehmen will, formiert sich massiver Widerstand. Es war ein hochemotionales Problem. Viele hatten Verwandte und Familie verloren. Ja, ich weiß. Darum habe ich diese Thematik mit Leuten, die in Auschwitz waren, nicht diskutiert. Mir ist klar, dass ich Ihnen das nicht erklären kann. Und ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Aus gutem Grund diskutiere ich das nur mit Leuten, die selber nicht gelitten haben. Alles andere wäre ungerecht und das ist nicht jüdisch. Beide, Jeremia und auch Hesekiel, sagen, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Trauben gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden. Jeder Mensch, der unreife Trauben isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Die Verbrecher werden bezahlen, aber nicht ihre Kinder. Aber auch nicht die Väter für ihre Kinder. Das ist gerecht. Es ist interessant. Es war ein großes politisches Thema. Ich erinnere mich als Kind an die Slogans, die damals zu hören waren. Ein Slogan war: Wir werden unser Blut nicht für Geld verkaufen. Und das Interessante war, dass tatsächlich die Mehrheit des Volkes Ben-Gurion unterstützte, einschließlich der Überlebenden. Aus den Aufzeichnungen der Polizei, die viele der Demonstranten festgenommen hatte, weil sie angeführt von Begin Steine auf die Knesset warfen, ging hervor, dass viele von ihnen keine Überlebende waren. Die meisten von ihnen waren das nicht. Und das zeigt, dass die Menschen, die die Realität am besten verstanden haben, Holocaust-Überlebende waren. Sie wollten Frieden, sie wollten Wohlstand und sie verstanden, dass der Weg dorthin Frieden mit Deutschland beinhaltete. Erst Jahre später, im Mai 1965, nehmen Israel und die Bundesrepublik Deutschland offiziell diplomatische Beziehungen auf. Zu diesem Zeitpunkt ist David Ben-Gurion nicht mehr Premierminister. Das höchste Regierungsamt gibt er 1963 ab und ist fortan nur noch Knesset-Abgeordneter seiner Partei. Neben Adenauer trifft sich Ben-Gurion auch mit anderen deutschen Politikern wie Erhard, Strauß oder Brandt. Die zwei Staatsmänner, Ben-Gurion und Adenauer, sollen sich nur zweimal persönlich begegnen. Das zweite und letzte Mal war 1966, als Adenauer Ben-Gurion einen Besuch in Sde Boker abstattet.
Willkommen in David Ben-Gurions Studierzimmer. Er hat hier viel Zeit verbracht und auch Politiker empfangen. David Ben-Gurion ist hier mit Adenauer zu sehen. Hier ist er im Speisesaal. Das war zu Ehren Adenauers. Das ist kein besonders schickes Restaurant. Nein, das ist der gemeinschaftliche Speisesaal des Kibbutz, wo die Arbeiter ihre Mittagspause verbrachten. Also hat er mit den Bewohnern des Kibbutz zu Mittag gegessen? Ja. Einmal hat Ben-Gurion gesagt, die Bibel, das Buch der Bücher, war unser wichtigster Wegweiser. Er war also sehr verbunden mit der Bibel, mit den Propheten. David Ben-Gurion führte selbst keinen jüdisch-religiösen Lebensstil, aber er war der Bibel sehr verbunden. Er kannte sich sehr gut in der Bibel aus und war sehr vertraut mit ihr. Tatsächlich leitete er wöchentlich in seinem Haus eine Bibelstudiengruppe. Was war sein Hauptfokus in der Bibel? Ich weiß, dass sie ihn dazu inspirierte, nach Sdeboker in den Negev zu kommen, um die Wüste blühen zu sehen. Als er hierher kam, ging er die gesamte Bibel durch, um Verse zu finden, in denen von der Wüste die Rede ist. Die Vision von den wieder aufstehenden trockenen Gebeinen, die Sammlung aus dem Exil, die blühende Wüste, sind definitiv Themen, die er gefunden hat. Am 29. Januar 1968 stirbt Paula Ben-Gurion. Ihr Leben muss sich nach dem Tod ihrer Frau drastisch verändert haben. Und dennoch sind sie immer am Arbeiten. Sie machen nicht den Eindruck eines gebrochenen Mannes. Ein gebrochener Mann? Nein, warum sollte ich das sein? Viele Menschen werden gebrochen durch Verlust. Durch Verlust? Ja, natürlich. Ich fühle mich nicht mehr so wie noch vor 4 Monaten. Aber was soll ich machen? Ich habe das nicht erwartet. Ich war sicher, ich würde vor ihr sterben. Aber das Schicksal hat nun anders entschieden. Das kann man nicht ändern. Im Juni 1970 legt David Ben-Gurion sein Knesset-Mandat nieder und zieht sich nach Sdeboker zurück, wo er sich dem Verfassen seiner Memoiren widmet. Im Kibbutz erfüllt er sich seinen Traum, als einfacher Mann zu leben, zu arbeiten und das Land aufzubauen. Dreieinhalb Jahre später, im Alter von 87 Jahren, stirbt David Ben-Gurion im Dezember 73 nach kurzer Krankheit. Er wird, wie von ihm angeordnet, in der Grabstätte vor dem Wadi Zintal neben Paula beigesetzt. Auf seinem Grabstein wollte er, dass nur 3 Dinge stehen: Geburts- und Todestag und das Datum seiner Einwanderung nach Eretz Israel. As the years passed by. Im Laufe der Jahre kam ich zu dem Schluss, dass die Aussage seines Freundes und Vorbildes Bel Katznelson, der sagte, Ben-Gurion ist das Geschenk der Geschichte an das jüdische Volk, richtig ist. Ich denke, er hatte recht.
Denn heute denke ich, wer unter seinen Kollegen wäre in der Lage gewesen, die Entscheidungen zu treffen, die er getroffen hat? Die Tragweite der Entscheidungen, die Risiken, die er einzugehen bereit war. Und die Tatsache, dass er keine Angst vor der öffentlichen Meinung hatte. Er sagte immer, ich tue das, was die Menschen brauchen, nicht was die Menschen wollen. Das könnte man auch als Bevormundung bezeichnen, aber damals gab es in diesem Land so viele Menschen, die aus so vielen Ländern kamen, viele unterschiedliche Sprachen und keine gemeinsame Identität hatten. Umso wichtiger war es, dass jemand an der Spitze stand, der wusste, was er zu tun hatte und der von dem, was er tat, überzeugt war. Sie haben Israel gut geführt. Ich habe Israel nicht geführt. Ich habe mich selbst geführt. Sorgen Sie sich um Ihr Land? Oh ja, ich war immer besorgt, nicht nur jetzt. Dieser Staat existiert noch nicht wirklich. Das ist nur der Anfang. Ich bin hier in Jerusalem, der Hauptstadt Israels, mit großem Respekt und mit Anerkennung vor dem Werk David Ben-Gurions. Wussten Sie, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Jahr jünger ist als der Staat Israel? Die diplomatischen Beziehungen, die Israel mit der Bundesrepublik Deutschland seit fast 60 Jahren unterhält, ich glaube, das muss man als das größte Wunder der deutschen Nachkriegsgeschichte bewerten. Und ich glaube, nicht nur Politiker, sondern jeder Einzelne ist aufgefordert, an diesem Band der Freundschaft mitzuarbeiten und es zu vertiefen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen aus Jerusalem mit einem herzlichen Shalom.